Hallo und herzlich willkommen Leute zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich erstmal kurz die Tür zumachen. So, und zwar möchte ich euch, was in diesem Paket drin war, zeigen. Und zwar war da drin dieses DJ-Kabel. Zeige ich das mal kurz. Also ich schließe das Ganze ans iPhone an. Ich hole mal kurz mein iPhone ran. So. Beziehungsweise mein iPod. Upsala, gegen die Kamera gekommen. So, also, das Ganze wird hier unten einfach eingesteckt. So, wie ihr das hier auch schon auf dem Bild seht. Dann kommen hier einmal die Kopfhörer dran. Also eigentlich theoretisch relativ egal. Also ich stecke jetzt mal hier Kopfhörer. Und hier dann Boxen dran. So, und dann könnt ihr einen separaten Ausgang machen. Ich stelle mal das Ladekabel hier. So, also. Ich habe mir hier eine DJ-App runtergeladen. Da. So, und hier müsst ihr dann in den Einstellungen den Split Output aktivieren. So, und dann habt ihr hier einmal die Kopfhörer. Die könnt ihr leiser und lauter stellen. Und natürlich den normalen Ton. So, und hier könnt ihr dann einen neuen Titel hinzufügen. Ups. So, und dann hört ihr auf dem einen Deck, das hört ihr dann mit den Kopfhörern und könnt das dann hier regulieren, welcher auf den Kopfhörern und welcher auf den Lautsprechern sein soll. Ganz einfach im Prinzip und ja, ist eine super Lösung, anstatt diesen super teuren Mischpulten und allem drum und dran. Einfach dieses Kabel holen. Ich glaube, das Kabel kostet 11 Euro. Ich blende euch das aber hier unten nochmal ein. Den genauen Preis. Ja, das könnt ihr fürs iPhone, iPod, fürs iPad, könnt ihr das überall benutzen. Und was ich auch noch nicht wusste, was auch hier nicht, beziehungsweise ich glaube, dass es hier nicht gezeigt wird. Ich glaube, hier steht es nicht drauf. Und zwar könnt ihr das auch mit dem PC benutzen. Also ich habe Virtual DJ Portable auf meinem PC. Und da könnt ihr diesen Ausgang auch aktivieren. Also, ja, ich empfehle euch auf jeden Fall dieses Kabel. Wenn euch das Video dann gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert mich und schreibt einen Kommentar. Wenn ihr auch noch Ideen habt, was ich als nächstes vorstellen soll. Ja, dann sage ich bis nächste Woche. Haut rein. Ciao.